Sowas geht von und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Und heute gibt es mal nach einer langen Zeit, nach einer langen Zeit, ein neues Hunter-Hunter-Video. Ja, Hunter-Hunter ist auf diesem Kanal gefühlt gestorben, weil natürlich keine neuen Chapter kommen. Und ich mir dachte, ey, ich mach mal eine kleine Pause, genauso wie es Togashi gerade tut. Ja, ich werde heute ein bisschen drüber schnacken. Was haben wir für neue News? Haben wir überhaupt neue News? Wie sieht es momentan mit Hunter x Hunter aus? Ja, falls euch das Ganze gefällt, gebt dem Video gerne eine gute Bewertung da. Ein Like, falls ihr neu auf diesen Kanal gestoßen seid. Und damit würde ich sagen, beginnen wir mit dem Video. Also, wie beginnen wir das Ganze? Im Oktober, Mitte Oktober oder Anfang November haben wir das erste Hunter x Hunter Chapter bekommen. Das erste neue Chapter natürlich. Und im Dezember ging das Ganze zu Ende. Und naja, danach haben wir nichts mehr bekommen. Wir haben nur eine Information bekommen, nämlich, dass Hunter x Hunter nicht mehr in der Shonen Jump laufen wird, sondern in einem anderen Magazin. Mehr wissen wir nicht. Ich dachte, es kommt monatlich. Ich dachte, wir werden ab dem Zeitpunkt ab Januar dann monatlich ein Kapitel bekommen. Naja, keine Spur von Togashi, keine Spur von der Shonen Jump, keine Spur vom neuen Magazin. Ich habe keine Ahnung. Und keiner hat Ahnung. Keiner weiß, was mit Togashi ist. Natürlich hat er vor anderthalb Monaten, nach einer langen Zeit, wieder einmal etwas gezeichnet. Wir haben es ja gesehen, der hat wieder eine neue Seite skizziert und meinte, das Kapitel 401 ist schon fertig. Das war natürlich eine super Nachricht. Aber danach haben wir wieder nichts bekommen. Also bis dato sind wir immer noch, ja, informationslos. Wir sitzen hier und denken uns, okay, warten wir auf die nächsten 10 Hunter-Kapitel oder warten wir auf den Moment, wo wir es dann monatlich bekommen? Weil wöchentlich wird es höchstwahrscheinlich nicht mehr kommen, glaube ich zumindest. Denn Shonen Jump ist ja dafür bekannt, wöchentlich rauszubringen. Aber wir sind ja nicht mehr in der Shonen Jump, wir sind irgendwo anders, keine Ahnung wo, aber ja, hoffen wir mal, dass wir irgendwie neue Informationen bekommen. Warum ich dieses Video überhaupt mache, wenn wir keine News haben, ganz ehrlich, ich möchte mal ein bisschen über Hunter reden. Ich habe mich wieder an die alten Zeiten erinnert, habe mir ein paar Videos angeguckt und ganz ehrlich, zwar mache ich momentan sehr viel Haikyuu-Content, aber Hunter x Hunter bleibt im Inneren immer noch mein Bro, meine Liebe, meine Art, na gut, das hat sich ein bisschen widersprochen, Bro und Liebe. Ja, wir kennen ja die Friendzone. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Ich wollte einfach nur sagen, ich liebe Hunter x Hunter und ich habe mir letztens ein paar Endings angeguckt, angehört und es ist einfach wunderschön. Ich habe mir auch noch ein paar Reactions gegeben. Es ist einfach wunderschön. Hunter ist so eine schöne Serie und ich habe mir vorgenommen, ein paar Videos wieder zum Chimera Antarc zu machen, zu ein paar Themen, die natürlich schon durchgenommen wurden, aber ich möchte auch selber mal darüber reden. Denn ich finde, der Arc ist extrem deep. Das wissen wir alle, aber dass es so deep ist, hätte ich auch nicht gedacht. Also, falls das Togashi wirklich geplant hat, was ich mir natürlich vorstellen kann, weil Togashi ist ein Mastermind, for real, Hut ab, Togashi. Aber das ist noch ein Thema für ein eigenes Video. Genau, aber das wollte ich einmal besprechen. Wollt einmal meine Hunter-Community nochmal sehen, denn ich habe das Gefühl, Haikyuu und Hunter, das sind zwei separate Communities und die Leute, die meine Haikyuu-Videos gucken, sind nicht die Leute, die meine Hunter-Videos gucken. Naja, aber ist ja am Ende egal. Mein Voice-Crack war gerade anders am Schallern. Das war's. Es werden noch ein paar Manga-spezifische Videos kommen. Darauf habe ich auf jeden Fall noch Bock. Aber ja, das soll es erstmal gewesen sein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao.